Hier auf der Bühne in Kappel beim Sunny Mountain, Nick P. und seine Band. Am 6. März sorgte Nick P. im Skigebiet von Kappel für 3500 begeisterte Musikfans. Wenig verwunderlich, dass sich auch der Wettergott von seiner besten Seite zeigte. Ganz gut, also wir lieben das, meine Band und ich, wir lieben Konzerte im Schnee. Es ist einfach, Open Air zu spielen, immer eine geile Geschichte, sage ich einmal, weil man da einfach vom Ton her keine Reflexionen hat und der Tonmeister, unser Tontechniker freut sich immer wieder, wenn es Open Air ist, weil wir einfach richtig Gas geben können, ohne jetzt irgendwie richtig aufdringlich laut zu werden. Es ist die Zauberei, unbegreiflich, alles geht so leicht, unbeschreiblich, ich fühle mich wieder leicht, so unbeschwerlich wird mir diese Zeit, dauert unendlich. Neben seinen Fähigkeiten als Entertainer präsentierte sich der Kärntner vor allem als eines, als Star zum Anfassen. Ja, ganz wichtig, der Fan lässt sich leben und er lässt sich auch sterben. Die Fans sind wichtig. Und dass ich heute meinen Traum von Musik leben darf, dafür ist der Fan verantwortlich und dafür bin ich ihm sehr dankbar und zeige ihm das immer wieder bei den Konzerten, dass ich auch für sie da sind, wenn sie Fragen haben oder nur ein Foto für mich wollen ist, oder Autogramm, das ist das Wenigste, was ich tun kann. Mit dem Konzert von Nick P. endet die Wintersaison in Kappel aber keineswegs. Noch bis einschließlich 3. April begeistert das sonnenverwöhnte Skigebiet mit hervorragenden Schneeverhältnissen.